Hi, ich komme aus der. Ich bin der Günther, ich komme aus Wörmbude, wenn man sogar die Anmoderation verkackt. Willkommen zu einer neuen Folge der Pokémon Black Randomizer Nuzlocke Challenge. Ich habe jetzt offscreen schon ein bisschen Otto trainiert, dabei herausgefunden, dass es natürlich auch auf dieser Route ein Legi gibt. Ich könnte jetzt auch einfach die Wahrheit sagen und sagen, dass ich eigentlich das Training in der Folge hatte, aber es dann wäre für eine super Idee gehalten hat. Während ich Pacecamp drin habe, reinzukommen, danke dafür. Aber okay, mache ich eben Offscreen Training draus. Ich weiß, dass Queendra Zapdos besiegen kann. Das ist nicht das erste Zapdos, den ich begegnet bin hier beim Training, aber es hat tatsächlich einen Moment gedauert. Level 17 will ich das bringen und das Ding hat Elektroattacken. Das hat es letztes Mal nicht benutzt. Und tschüss. Mir ist auch schon aufgefallen, dass in meinem letzten Run das definitiv einfacher war, da ich da ein Boden-Pokémon dabei hatte. Ja, juckt nicht. Also damit ist Otto schon mal auf Level 17. Hier oben kann man sich heilen. Das heißt, wir machen uns jetzt auf zum Rivalenkampf, den ihr da drüben seht. Der hoffentlich nicht zu schwer wird und uns noch ein, zwei weitere Level-Ups beschert. So. Die andere da haben wir letzte Folge schon besiegt bekommen. Mit dir wird es hoffentlich nicht schwerer. Und der Anfang deutet auch glücklicherweise... Das Level aber, das Level. Ich gehe hier gar kein Risiko ein. Ich habe Otto eh nur vorne, um EP zu farmen. So habe ich letztes Mal auch schon gegen den gekämpft. Ich habe jedes Mal ein neues Pokémon, erstmal das, was ich hier auf der Route gefangen habe, eingeswitcht. Auch wenn ich gerade gar nicht mehr weiß, welches das hier war. So, das dürfte reichen. Ja. John Cena Karate Chop. Tschüss. Ein Gift-Pokémon. Ich mach's so, ich switch eben wieder auf Otto und dann gleich wieder zurück. Wie ich auch beim Offscreen-Training festgestellt habe, habe ich ja jetzt eine Bodenattacke auf John Cena, was es sinnvoll macht. Also wenn der jetzt wirklich ein Legi oder so reinschickt, oh nein, dann wechsle ich mich nochmal auf Otto. Das ist mir zu riskant. Ich muss treffen. Warum habe ich das erwartet? Jetzt wird's ganz, ganz schlimm. Ich hoffe, ihr habt Zeit. Die werden wir brauchen. Er vergiftet! Klar! Jetzt ganz ehrlich, mit Vergiftung und Sandsturm jede Runde. Ich habe das bei Günther ja rausgenommen, weil ich da... komplett nur an Elektro gedacht habe. Trotzdem. John Cena ist raus. Und das ist richtig kacke. Das Ding, ich glaube ehrlich gesagt, das Ding wird mich vollkommen auseinandernehmen. Ich sag's wie es ist. Ich glaube, das Ding wird mich vollkommen auseinandernehmen. Ich werde das holen, indem ich komplett stalle. Bis der Sandsturm es tötet. Wenn ich so lange stallen kann. Ich darf nicht nochmal vergiftet werden, ist die Sache. Stellt euch vor, wenn ich jetzt ein Stahl-Pokémon hätte.
Ja, Günther trifft! Das macht so wenig! Günther ist auch raus. Gott, was ist das? Der hat eine Giftschwäche, den kann ich da nicht reinschicken. Ich meine, das Ding bekommen wir irgendwie down, aber wenn die nächsten zwei Pokémon dann noch stark sind, dann haben wir ein Riesenproblem. Okay, Queen Drudge trifft. Und raus. Nicht mehr rumspielen hier. Okay, okay, das ist Vulpix. Das kriegt Queen Drudge hin. Ah, Ruckzucki, nerv. Aber das war's. Komm, noch ein Pokémon, bitte sei jetzt nicht so krass. Das ist tatsächlich, Otto muss das hinbekommen. Das muss Otto hinbekommen. Kapalores. Ja! Naturkraft wird zu Erdbeben und trifft mich! Oh Gott! Aber der Damage ist nicht vorhanden. Ey, kann der nur Naturkraft? Das wäre ja saugeil, der könnte mich nicht angreifen! Wirklich? Ich glaube, der checkt's nicht. Ja, Crit! Otto, jawohl! Heilt er. Wow. Ich habe ehrlich gesagt damit gerechnet, dass er heilt. Aber zusammen im Sandsturm reicht das doch. Okay, ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass es ohne reicht, aber egal. Und das gibt gut Erfahrung für Otto. Level 19, das ist wichtig. Boah, was? Sogar auch 20. Okay, das hätte echt schwierig werden können. Es ringelt, hui. Am Ende dieser Route bei der Stadt wartet die Olde. Die Route könnte man sehr schnell abschließen oder man bleibt hier eine ganze Weile. Und ich werde ziemlich sicher hier, ich mache vielleicht nicht alles, aber ich bleibe auf jeden Fall einen Moment. Ansonsten werde ich in der nächsten Arena vollkommen geschlachtet. In der hatte ich letztes Mal schon Probleme und da war mein Durchschnittslevel an dieser Stelle schon 24. Okay, dafür hatte ich halt nur 3 Pokémon. Ich hätte vielleicht wieder Slime-PvP nach vorne stellen sollen. So, hier sind ein paar Angler. Ja, Slime-PvP vorne wäre jetzt halt sehr gut gewesen. Ach, dieser Sandsturm ist halt wirklich sehr mies. Mach nicht zu viel Damage. Okay. Ich wollte gerade sagen, das können wir nicht nochmal tanken, aber es war ein Crit. Ich habe ehrlich gesagt mit weniger Damage von Slime PvP gerechnet. Sage ich, wie es ist, da habe ich das Ding wohl unterschätzt. Heißt trotzdem nicht, dass das gerade hier gegen dieses Panzer-Aeron wirklich gut aussieht. Allgemein, das ist halt echt das Problem. Slime-PvP ist nicht stark. Punkt. Nochmal ein Crit, ist das dein Ernst? Was crittet der nochmal? So, Level 20. Girafarik, da gehen wir auf. Günther. Ich habe im Moment ein relativ stabiles Team, nur Slime-PvP.
wäre ein Pokémon, das ich vielleicht noch ersetzen könnte. So, sehr schön. Gar keine Diskussion raus. Meganie. An sich mit Eiszahn könnte da Günther auch was machen, aber ich denke, die sicherste Option ist Otto. Lorbeere ist zurück. Otto ist inzwischen wirklich auch ein Pokémon, das ich einfach mal reinsenden kann. Bei Slime PvP ist das halt wirklich unfassbar spezifisch. Irgendwie gefühlt Panzer Aeron und das war's sonst. Weil gegen Stahlan sonst habe ich Boden auf John Cena. Gegen Pflanze habe ich Flug. Es ist wirklich, mir fällt gerade nichts anderes ein. Gegen Eis habe ich Kampf. Slime PvP ist einfach nicht relevant in meinem Team. Oh. Obwohl, nee. Ich wollte gerade sagen, wir können ja über alles reden, ne? Kampfattacken treffen nicht und das ist ein Eistyp, aber es ist ein Ghost-Type. Sorry, Slime PvP. Ich dachte kurz, du wärst relevant. Aber da habe ich mich wohl leider vertan. Denn wir alle wissen, dass du das nicht hinbekommen hättest. Zumindest nicht so gut hinbekommen, irgendwie denke ich schon. Weil Frostdager jetzt nicht das krasseste Pokémon ist, aber so Level Up für wen, der es verdient hat. Ich bin hier jetzt wirklich ein bisschen im Schisser-Modus. Es ist aber auch gut, dass man hier einen Heal-Spot hat. Weil wenn ich jedes Mal wieder an den Eingang der letzten Stadt laufen müsste, das wäre richtig uncool. Geh mal hier unten lang. Aber hier ist halt überhaupt nichts. Hier hätte es dieser Knosp gegeben. Oha. Aber wie gesagt, ich bin mit Otto hier definitiv zufrieden als Encounter dieser Route. Ich meine, noch besser wäre es natürlich, wenn ich neben dem Flugtyp auch noch einen Elektrotyp abgedeckt hätte und Zapdos bekommen hätte. Aber wir wollen ja mal nicht übertreiben. Welchen Typen hatte das Ding? Boden, Elektro, oder? Auf jeden Fall nix, das Otto so hier gerne bekämpfen möchte. Ich glaube, Weedy ist die beste Option. Wenn er jetzt auf Elektro geht, was bringt das? Passt er sein Typ zum Normal an, wirklich? Und es ist offensichtlich kein Bodentyp. Nein, es hat mit einem HP überlebt und mich parodiert. Sandsturm! Ich glaube ehrlich, John Cena hätte sterben können. Das Ding hat ja gerade irgendwie so eine Attacke gemacht, bei der es Damage anspart. Bei der es eben tankt und dann da zurückballert. Das hätte wirklich sehr schlimm ausgehen können. Gegen das Vieh habe ich irgendwie nichts wirklich Krasses. Kann das sein? Ich meine, es ist nur Wingull, das kriegen wir schon down, aber das okay. Das One-Hitted.
kann ich jetzt nicht behaupten, dass ich damit gerechnet habe. Aber wisst ihr was Tolles? Ich hatte, gestern war hier, wenn ich das aufnehme, Montag. Ich denke für euch auch, ich glaube, diese Folge kommt heute. Meine Folgen immer schön aktuell. Auch die Montage, Digga, die Montage. Die Premiere wurde am selben Tag angekündigt, wie die letzten Clips überhaupt entstanden sind. Also da kann sich keiner beschweren. Und mit angekündigt meine ich jetzt, die Premiere war bereits auf YouTube, also das Video war voll bearbeitet. Ich habe das Ganze irgendwie in 2,5-3 Stunden dann durchgezogen. Wer es nicht gesehen hat, guckt es euch auf jeden Fall an, ist echt cool geworden. Erstmal das Item. Es könnte halt alles sein, das ist halt echt auch nochmal so der Punkt, warum Items hier auch noch wichtig sind. Weil das Item, das könnte locker irgendwie Meisterball sein. Und dann kriege ich als Encounter Giratina. Alternativ ist es White Herb, was bedeutet... dass keine Werte gesenkt werden können, ist auch okay. Diese Spawnrate hingegen... das wäre halt auch ein cooles Pokémon gewesen. Das ist halt wirklich das, was mich stört. Guckt euch mein Team an. Wir haben nur einen einzigen Double-Type. Nee, haben wir nicht. Ich vergesse immer, dass Taubos auch einen Normaltypen hat, aber... den zähle ich nicht normal, ist kein relevanter Typ. Wir haben nur einen einzigen Double-Type im Team. Und von dem überschneidet sich ein Typ mit dem eines anderen Pokémon, Queendra und Günther. Das ist halt wirklich das Problem. Wir bräuchten ein bisschen mehr Doppeltypen. Ein Supertrank, der ist voll okay, den nehme ich. So, Trainer. Ich weiß eben, dass diese Route nicht so lang ist. Ninjask ist kein starkes Pokémon, das kriegen wir ja wohl down. Sag mal, ich frag das einfach mal so in die Runde, ich werde es zwar letztendlich doch selber entscheiden, aber findet ihr eigentlich so ein bisschen kürzere Folgen in diesem Projekt? Also sagen wir so 20, 25 Minuten besser oder so halbe Stunde, vielleicht auch mal 40 Minuten. Weil... an sich denken sich jetzt manche wahrscheinlich, hä, länger ist besser, das ist doch eindeutig. Aber ich habe auch schon oft genug gehört, dass die Leute auch sagen, ja, die Videos sind mir teilweise ein bisschen lang. Outplayed. Habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Deswegen, und 20 Minuten ist halt wirklich, kann man sich bequemer mal zwischendrin angucken, denke ich. Ich wollte mir eigentlich die Stats angucken. 40. Ich meine, das ist genauso stark wie das, aber da haben wir Stat-Boost drauf. Und wenn wir was gegen Dragon brauchen, haben wir Eis. Ich habe gar keine Ahnung, was das ist, aber ich habe eine Vermutung, die definitiv... das ist doch, Vogelfossil, erste Form dieser Generation da. Genau das Viech! Da merke ich wieder, wie hoch mein IQ eigentlich ist. So, Level Up für Queendra. Sandsturm, ja, Claydol, das ist... mhm. Und wie es schon im Namen hat, Clay, Lehm, Boden, zack. Ich fand, ich habe das sehr schön beschrieben. So, ist es der letzte Trainer hier? Man kann an dem vorbeilaufen. Hier oben gibt es, ich weiß wirklich überhaupt nicht. Ich spam hier gerade auch einen Button, ob hier ein unsichtbares Item liegt, aber nein, man kann die Leitern nicht hoch.
Oh, hier kann man lang. Nee, das Item da hinten ist der Hauptpreis dieser Gegend. Komm, dich besiegen wir noch. Der hat auch nur ein Pokémon. Sag mal, jetzt sind hier gerade echt viele Boden-Pokémon. Das könnte ja im Original gefühlt so sein. Auch wenn das natürlich in der Form nervig ist, dass die alle nicht vom Sandsturm genervt werden. Naja. Oh nein, deine Verteidigung steigt stark. Was soll ich jetzt nur tun? Wie sollen meine speziellen Wasserangriffe jetzt noch etwas ausrichten? So, war's das wert? Okay. Double Edge. Risikotackle. Nur mal theoretisch, wer könnte das? Die Hälfte Queendra, Günther und Slime. Ich überlege gerade, ob ich das auf Slime packe. Einfach an sich ist die Attacke natürlich nicht toll für so einen Run. Aber Slime ist sowieso hier. Ich bin mir jetzt schon relativ sicher, er wird am Ende sowieso als Switch-In enden. Und dann einfach drauf gehen. Und deswegen hier so eine Kamikaze-Attacke passt, denke ich, ganz gut für ihn. Ich find's halt super, wenn ich jetzt schon so rede, wenn... Ich würde so lachen, wenn am Ende Slime PvP den Run saved. Wenn der als einziges Pokémon überlebt. Das wär Comedy Gold. So. Und ich würde sagen, für die heutige Folge sind wir fertig mit Pokémon Schwarz. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Abo auf dem Kanal, da während ich das aufnehme, sind wir auf 249. Ein Viertel des Tausenders ist so nah dran. Kommt, wir schaffen das.